Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mambutze spielt Starbound. Hallo. Süße, so. Ne? Er immer mit seinen Wechseln. Bist du nur neidisch, weil du hier ganz alleine wohnst und ich hier eine Partnerin hab? Ja, ja. Ganz sicher. Ja. Ich kann mich kaum... Ach, guck mal hier. Wie, guck mal hier? Baut man den Mist denn? Dings da. Am Hammer? Ja. Am Amboss. Amboss? Du würdest den auch gern am Hammer bauen, aber ich baue den am Amboss. Oh. Tja. Du hast nicht genug Stahl, ne? Du hast nicht genug Pixel. Ja. Tja, so ein Pech aber auch. So ein Pech aber auch, dass ich hier schon wieder zwei Human Spawner in der Tasche habe. So, Stahlblöcke als Fundament, ne? So bringt es die Geschichte rüber. So, und dann wolltest du den Was ist das? Wer baut denn da eine Anhöhe hin? Du. Und dann... Machen so. Wir. Machen wir? So. 5 waren Türen hoch, ne? Müsste. 1, 2, 3, 4, 5, ja. Uiuiui. Es wird hier aber bunt. Wie? Haben wir hier irgendwo Erze fertig flambiert? Nein. Nicht? Warum nicht? Sind die alle auf dem Schiff? Tatsächlich nicht. Warum nicht? Was denn für Erze? Ja, irgendwas, woraus man Betten bauen kann. Das fasse ich mal ins Nein auf. Nö. Ich habe Titanium und Stahl und 2 Eisen und das war's an Barren. Ja, leck mich, ich bin ja auch mein Schiff. So, was machen wir denn hier Hübsches? Was ist von Titanium? Das hatte ich doch gerade... Ganz ruhig, Butze, ganz ruhig. Hallo, ihr Schmelzöfen. Ihr werdet jetzt mit Titan gefüttert. Smelt. 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 Und smelt. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Was hab ich eigentlich schon wieder für sinnloses Zeug in meinen Taschen? Trockenen Sand. Keine Ahnung. Warst du letztens im Dreck spielen? Ja. Könntest du auch erklären, oder? Nun. Ist mir auch egal. Logik und so. So. Bauen wir mal ein Bettskin. Bauen wir es denn? Ich bin schon falsch hier. Was ist los? Hm? Ach, Treppen bauen ist scheiße. Kennt sich nicht mit aus, Oste. So, ein Titanbett.
ein Titanenstuhl, ein Titanenlicht. Muss reichen, ne? Ja. Was habe ich eigentlich schon wieder für Schrott in meinen Taschen? Ein einzelnes Titanium-Erz. Ein einzelnes Glas. Super. Was passiert, wenn man Glas verbrennt? Hallo, Klipsch. Klipsch, Klipsch, Klitsch. Hier ist ja dunkel bei dir. Ne? Mhm. Ja, dann würde ich sagen, setz die halt eine Treppe so oder noch hoch und dann ist hier ein kleiner Ausgang. You know what I mean? Ja, ja, ja. Ja, ist doch super. Kann ich hier nur in eine Richtung sitzen, in diesen scheiß Stuhl? Hast du auch irgendwie Lampen dabei oder so? Hui! Die hübscheste Lampe der Welt. Hat so ein bisschen Mario was. Irgendwie. Hat das? Ja, ist das. Oh, ist das, sieht super aus. Slush. Slush? Slush. Holz einsammeln. Tu das. So. Was sagst du? Nix. Hier. Oh, scheiße. Hier, oh, scheiße? Ja, hier, oh, scheiße. Was? Was? Da unten links ist Poison. Ich dachte schon, hä? Unter meinem Inventar blinkte gerade so das vergiftet auf. Ja, zu Recht. So. Wir haben noch nicht mal Türen. Ich kann mal Türen besorgen. Ja, tu das. Ich moonwalk mal nach Hause. Wo haben wir denn die Türen? In den Kisten rechts in der Mitte, glaube ich, müsste das sein. Ja, da. Security Door, die haben wir überall hingeklatscht. Ja, was ich hier alles aus dem Kopf dir sagen kann, na. Super. Ih, ein Blutkotzer ist hinter mir her. So, der Merchant schläft. So. Glas hast du dabei? Wozu? Für die Fenster? Ach, Fenster pro Fenster. Was ist das bitte für eine Küche da unten? Eine wunderbare Küche. Ein Kühlschrank reicht und was zum Hinsetzen. Und sich unterhalten. Die armen Leute. Ja, du, was kann ich dafür, dass sie sich nichts Besseres leisten können? Huch! Hier ist ein Haus. Ja. So. Glasblöcke. Glas? Ich weiß nicht, ob wir noch welches haben. Ja, so ein bisschen was.
Ja, das Gewächshaus hat gut weggezwiebelt, ne? Möglich. Oh. Ich dachte schon, was kommt denn da? Aber es war nur Marmo. Mensch. Ja, immerhin. Was ist das denn hier für ein... Der hat grüne Haare. Ist doch super. Das ist der Joker. Ja, der Joker. Jo, Cocker. Habe ich schon wieder einen... Nee. Oh, hey. Der hat ja sogar eine Frau. Ja, der Joker. 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 So. Was jetzt natürlich fehlt... Ja. ...ist hier irgendwie... Die Glocke. Ja, komm, hier. Wunderhübsch. Ja, das sind noch nette, freundliche Nachbarn. Und nicht dieser komische, spießige Klitschtypi, der da noch wohnt. Was? Ja, nicht du. Was für ein Glitch-Typi? Ja, hier, der hier. Das ist ein Wissenschaftler. Ja, und? Der ist spießig. Ja, aber er verkauft uns immerhin Stimpaks. Ja, zu was für Preisen. Mist. Dir wäre ich was. Eines Tages wachst du auf und dann ist dein Bett mit der Tür verkabelt. Und sie geht nur auf, wenn du drin liegst. Ja, Mensch, das wäre mal was. Ach, guck mal. Hier sind die Hightech-Kisten drin. Super. Wer hat denn das gemacht? Du wahrscheinlich. Ah, guck mal hier. Das suche ich schon die ganze Zeit. Kristalle? Was? Kristalle? Nein. Ein Ort, wo ich die Petals reintun kann. Broker. Ach, guck mal. Und hier ist auch noch ein ganzer Schrank voll mit Zaplings. Ja. Was hast du hier eigentlich drin? Gitarre, Steeldrum, nix. Ey, geh raus aus meinem Bett. Was denn? Ah. Alter, wag es. Marmo? Halt. Oh. Ja? Oh oh. Friss lieber was. Oh oh. Lucky Dip. Der bringt ja noch nicht mal so viel. Tut auch nicht. Ist ja ekelhaft. Oh. Ja, was bauen wir denn mal jetzt? Ich weiß nicht, jetzt haben wir Nachbarn, jetzt haben wir ein Glashaus. Eigentlich könnten wir jetzt glücklich sein, ne? Und ich bin ziemlich glücklich. Ich muss mal noch ein paar Sachen wegsortieren. Hallo, Chef. Hä? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Warum? Der hat mir die ganze Zeit nur eine von den Kisten. Warum schwer nicht genug zurecht, oder wie? Das klingt nicht danach, dass du damit zurechtkommst. Ich komme nicht an die Sandkiste dran. Frag dich mal warum. Potato. Oh Gott, ey, wenn man das Wiring-Tool in der Hand hat, da geht einem eine ganze Menge kaputt, du. Hier vielleicht. So, holen wir mal ein bisschen Solarium in den Tank. Hui. Ein bisschen Plutonium in den Tank. Hui. Ein bisschen Uranium in den Tank. Hui. Ich hau dir gleich mal was in den Tank. Ja, wo sind wir hier eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube auf den Schneeplaneten, wo wir zuletzt waren. Aber ich traue mich nicht so wirklich irgendwo hinzufliegen, weil... Obwohl, geht eigentlich. Stim-Spawner. Ja. Doctor-Spawner. Ja.
Also, ich könnte mir vorstellen. Klappt. Was könntest du dir vorstellen? Oh Gott, ey. Nichts passt in deine scheiß Kisten rein. Was könntest du dir vorstellen? Noch mal in Alpha-Sektor zu fliegen und irgendwie auf Alien-Fleischjagd zu gehen. Kennst du? Ja. Könnte man eigentlich machen. So für zukünftige, ne? Sicher? Ja, ja. Wirklich? Ja. Glaube ich nicht. So, wo ist denn jetzt hier überhaupt dein... Alter, du hast ja hier noch reichlich von altem Scheiß drin. Ja. Ja, geil. Was los? Du hast ja hier sogar noch eine Mütze drin. Ja. Bist neidisch? Oh, und eine Pikachu-Mütze. Ja, bist neidisch? Ja. Und? Nu? Weiß nicht, bin ein bisschen auf dem Planeten. Ja, komm ich mal. Komm ich mal runter. Oh. Warum ich jetzt hier bin, weiß ich nicht. Wie groß ist denn der? Winzig. Winzig? Wenn wir uns beeilen, kriegen wir ihn sogar umrundet. Aber du kennst uns doch, da ist Platinum. Oh. Aber es ist Minus. Ich weiß nicht, also wie gesagt, einfach mal gucken. Das Problem ist natürlich, dass das Ding hier schon wieder ein Level 10 Planet ist. Ja Gott, wir sind doch jetzt voll ausgerüstet. Genau, und das muss ja nicht heißen, dass wir hier auch überleben. Dass wir überleben. Ja, du sowieso nicht. Ich meine, du stirbst ja schon, wenn du was isst. Ja. Und wann was ich esse. Wenn es das schärfste Chili der Welt ist. Ja, eigentlich wollte ich nur mal gucken, ob wir hier irgendwas finden, was wir so noch nicht hatten. Mal wieder. Außer diese komischen Knallfrösche, die hier überall rumrennen. Hast du die auch schon gesehen? Knallfrösche? Ja, hier rennen so komische Knallfrösche rum. Ja, diese kleinen schwarzen, ne? Ja. Die platzen auch sofort, wenn man draufhaut. Ist voll witzig, ne? Ui, ist ein Bossvogel. Ein Bossvogel? Naja. Ich interessiere mich nicht für ihn, er interessiert sich nur ein bisschen für mich. Huch! Das ist ein kleines Apex-Labor. Ja. Eigentlich müsste ich das ja abbauen. Tu das. Nö. Ach, da ist der Busvogel wieder. Lass uns den mal umplatthauen. Geht doch. Juhu. Und? Was dabei? Irgend so ein Throbbing Terror Mulcher. Geil, ein Mulcher. Ja. 2000 Schaden. Super. Weißt du, sein. Der hat gut gebrannt. Wie viel Rubium hier überall rumliegt. Also. Warum sagst du nix? Ich bin ja halb tot. Ja. Ich hab drauf gewartet, dass du ganz tot bist. Du bist ganz schön fies. Ja. Die Wahrheit tut halt manchmal weh. Deine Mutter tut weh. Ja. Hast du sie mal angeguckt? Ekelhaft. Ja. Ich kann nichts machen, ne? Steck's nicht drin. Gott sei Dank. Oh, die Sonne scheint. Oh, was ist das hier? Was ist hier los? Was ist das für ein Glare? Ich weiß es nicht. Ist das Nebel? Ich weiß es nicht. Das ist Nebel. Das Bodennebel. Alter. Wie cool ist das denn? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Das siehst du immer was Neues. Es hat doch gerade geregnet gehabt, oder nicht? Ja, im Hintergrund gewittert es auch noch ein bisschen. Alter, das geht auch ganz schön auf die Grafik. Auf die Frames. 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 Ja, hallo, liebes, kleines Apex-Luftschiff, nicht Apex, Aviana-Luftschiff. Ich hab ein Knochenxylophon. Du
Du hast einen Knochenzähler vor? Geil. Apex-Luftschiff? Aviana-Luftschiff. Na, blubberst hier schon wieder rum? Ha! Erster! Zweiter! Oh, das geht aber echt auf die Frames. Jawollo! Was hast du jetzt schon wieder? Steel Drums! Geil! Wir können ein Duett spielen! Neue Hosen! Neue Hosen? Ja. Chef. Chef? Chef. So wie Koch? So wie Koch. Chefkoch. Holzklo? Nehme ich mal mit, ne? Nehmen wir mal mit. Hallo, Herr Captain. Na, und? Was Schönes entdeckt? War schon beim Händler? Nein. Hallo, Herr Händler. Badass Stormstick. Strikenator. Einhandpistole. Uiuiui, mit einer ganzen Menge DPS. Maschinenpistole mit einer ganzen Menge DPS. Uiuiui. Badass Stormstick. Rate of Fire. Two-handed. Sprayreiser. Was kauft mir denn? Ja, tja. Hier. Kaufen wir mal hier so einen Sprayreiser und hier. Den hier, den Weidenator. Ja, den hatte ich mir auch. Hast du den? Wollte ich mir. Ja, hast du den jetzt oder wolltest du den jetzt? Sprayerizer. So, mal testen. Oha. Warum bin ich denn jetzt tot? Weiß nicht. Irgendjemand hat hier die Typen angegriffen. Mamo? Ja? Ich hasse dich. Kauf mir jetzt sofort so die einhändige Mano. Ganz schön kaputt gegangen. Ja, ich wollte halt mal die Waffe testen, also so pralle fand ich die jetzt nicht. Ja, es ist halt nur eine Pistole, du Depp. Ja, aber ich hatte zwei davon. Ich will auch zwei davon. Bleib mal bitte ganz kurz mit dem Schiff da im Orbit. Ja, ich bleib mal im Orbit. Ich geh jetzt mal in die andere Richtung. Ui, drei Gegner. Sie haben nichts gemerkt. Wie viel kostete so eine Knarre? Ach, eine Handvoll. Ach, eine Handvoll? Na, dann ist ja gut. Eine Handvoll Pixel. Für eine Handvoll Pixel mehr. Hüpf, hüpf. Aves Mingo. Oh. So? Was ist los? Bist du mir am Sterben? Ja, ich bin kurz wo runtergehüpft. Warum? War nicht so schlau. Ja, warum machst du es dann? Weil ich schnell vorwärts kommen wollte. Oh, ein Dicker. Hallo, Herr Dicker. Das wird ganz schön eng. Ja. Du bist ganz schön tot. Nö. Ich lebe noch ganz schön. Dafür, dass ich gerade den Dicken alleine platt gemacht habe. Und jetzt eine Kiste loote. Wo mal eben noch ein Assault-Reife drin ist.
Weil du auch die Modern Platforms benutzt hast, um hier hochzuklettern. Ja klar, hatte ich gerade. Sag mal, hast du den Merchant gekillt? Möglich. Ich hasse dich. Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt bewusst weggerannt. Kann auch sein, dass er dann runtergehopst ist. Wie sah denn der aus? War ein Vogel. So gelblich war der auf jeden Fall. Und nette Flügel. Diese komischen Pilzköpfe haben mir schon wieder so ein Apex-Häuschen eingenommen. Ist ja irre. Den klaue ich jetzt mal die Lampe hier. Und das Klavier. Ich habe ein Klavier für uns. Du wirst doch schon immer ein Klavier haben. Ich wollte 2000 DPS Pistolen haben. Die hatten aber keine 2000 DPS. Ja, man kann ja alles haben. Planeten. Ich glaube nicht. Komm lieber weiter in meine Richtung. Ja, bin schon auf dem Weg. Kaufen kann ich ja nichts, oder? Weiß ich nicht. Schon wieder ein Dicker, was ist denn hier los? Ja, Dicke ziehen Dicke an, ne? Alter. Ne. Was ist los? Der Händlervogel ist auf jeden Fall tot. Toll gemacht. Warum? Ja, weil ich bei dem noch was kaufen wollte. Ach, hab dich mal nicht so. Ey, wer dich zum Freund hat, ne? Ja. Der kann sich das Geld für Feinde sparen. Hier ist auf jeden Fall Sand. Nö, bei mir noch nicht. Sand gefällt mir. Nee, niemand mag Sand. Ich habe keinen Skiplatz mehr. Warum habe ich keinen Skiplatz mehr? So, craften wir uns mal nochmal 53. Oh, eine Brücke. Aus was? Leitmittel. Ich bin voll braun. Das ist super. Immerhin ist hier kein Nebel mehr. Ich hab total viel Solarium. Du bist überhaupt nicht witzig. Ja, ich versuch's immerhin. Hallo! So. Ja, dann flieg mal woanders hin. Nö, wir fliegen heute nicht mehr woanders hin. Dann treffen wir uns bei dir auf dem Schiff. Bin bei mir auf dem Schiff. So, was habe ich denn jetzt hier Lustiges eingesammelt? Pistolen. Wenn du sie nicht magst, gib sie her. Nö. Was ist noch Lustiges? Guck mal, ein Klavier. Ui. Ja, das kommt ins Wohnzimmer. Und dann habe ich hier noch eine Lampe. Hä? Ja. Du hast ja ein richtiges Apex-Haus gefunden. Ja, wie gesagt, das wurde von so ein paar Pilzköppen eingenommen. Dann habe ich hier noch eine Schallplatte. Ja, können wir echt ein gutes Wohnzimmer draus machen. Ja, ja, sag ich doch. So bin ich zu dich. Ja, liebe Freunde, dann würde ich mal behaupten, Marmo gibt mir seine Knarren. Nein. Sonst zerstöre ich sein Schiff. Nein. Hä? Hast du nicht auch zwei Pistolen? Ja. Du bist so fies.
Ja. So. Ich mag Mamo nicht mehr. Nicht mein Problem. Na, momentan nicht, aber bald. Na, okay. Liebe Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich habe einen Schützen. Wenn ihr uns irgendwas mitteilen wollt, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr, wie ich finde, dass Mamo eine fiese Sau ist und total unfair, dann unbedingt reinschreiben, dreimal ruhig. Und wir würden uns dann beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es heißt, Mambutze spielt Starbound. Tschüss! Yeah. Bye, bye!